Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Atlas of Worlds. Ja, wir haben... Also ich habe relativ wenig Zeit gehabt und deshalb habe ich ein bisschen weitergemacht, dass wir schneller vorwärts kommen. Ja, Malachi hat... Ja, mir ein bisschen Probleme bereitet. Ich habe halt alles nur MF an und... Die Schädel sind immer wieder gestorben. Aber zum Beispiel hier habe ich jetzt 5 Linked und das braucht extrem viel Mana. Ich habe mal irgendwie viel Schaden reingehauen. Und... Multistrike. Endlich habe ich Multistrike. Ja. Gut, dann den Zeit-Breath gefunden. Ja. Und... Was habe ich noch gefunden? Hier einen voll geilen Bogen. Leider nicht für den Barage, aber ja, je nachdem. Machen wir gleich mal nach hinten. Dann hier ein 6-Sockelschwert. Die Prism Wife ist schon älter, die auch. Da, die Nalat Blade Branch. Fangcoil, genau heißt sie. Dann noch ein Dordres. Machen wir einfach mal alle Unix nach hinten, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was alles Unix ist. Aber diese Ding können wir auch nach hinten tun. So. Ja, ich habe mir so überlegt, was ich dann alles für Builds zeigen kann. Und ja, eventuell kann ich sie gar nicht mehr zeigen. Aber wenn ich sie zeigen kann, dann natürlich mit viel Spaß. Also Fun-Builds. Ja, wir haben kein Legendary mehr. Ja. Vielleicht wechseln Items. Ja, da, das kann nach hinten. Das kann nach hinten. Eventuell werde ich halt einen auch verkaufen müssen. Wisst ihr was? Es gibt ja diesen Properties mit 5 Unique umwechseln. Also werde ich das umwechseln und das werde ich nach hinten tun. Also mal kurz schauen hier. Hä? Da, da, da. Das ist das Bessere. Ich würde das so machen. So und so. Jetzt haben wir schon alles voller Unix in einem Trade. In einem Stash. So. Und das andere tun wir auf die 17 und tun uns mal ein bisschen weiter nach vorne. So. Das können wir auch umnennen in Uniques für Prop. Für Prop. Public. Was heißt Public? Wie ist Properties? Welche Farbe? Ja, wir sind das. Ja, sieht doch scheiße aus das. So. Ja, dann machen wir das so. UF Prop. So, dann ist es nicht so fett. Wer it? Hund S. So. Prima, also dann legen wir los. Ich zeige euch, wie viel Mana ich verbrauche. Und geskillt habe ich noch kurz zeigen. Da mal eins rüber. Ich wollte ja nicht Helfer Saul nehmen. Da habe ich gemerkt, ich muss das auch skillen. Dann skill ich jetzt das. Und hier unten wollte ich eigentlich Konstitution zuerst nehmen. Aber durch die Mana-Probleme dann. Tja. Seek Property? Nichts. Okay. Ja, es macht richtig viel Spaß und ich finde auch viel. Also ich habe da Mords viele Items gefunden, leider alle richtig schlecht. Aber das wird dann schon viel besser. So. Schaut euch diesen Damage an. Das ist Wahnsinn. Und wie schnell sie sind. Ich habe Hast nicht, genau. Ich müsste Hast noch nehmen. Ich hab das irgendwie gar nicht. Muss ja noch nachschauen. Oh
Ich habe nicht getrunken, weil ich Skill eingesetzt habe. Was ich eigentlich gar nicht brauche. So. Dann machen wir mal hier durch bis zum Waypoint und gehen dann nach Tiddle Island. Hey, übertreib's doch nicht. Ich glaube, ich habe getrunken. Ja, ich habe getrunken. Schade, nichts gegeben. Ja, jetzt ist leider MF weniger, weil ich es rausgenommen habe, aber ich brauche Chaos Damage, dem habe ich das eingenommen. Das ist schon wichtig. Auf jeden Fall macht es mir mega viel Spaß. Müsst ihr echt mal selber spielen, ist wahnsinnig cool. Ist ja kostenlos für alles, also. Ja. Wenn ich gerade ein Sammler seid, müsst ihr nichts ausgeben. Wenn ihr ein Sammler seid, müsst ihr halt ein paar Stash-Tipps kaufen, aber kauft es erst, wenn es im Angebot ist, 33% reduziert oder so. So, ich möchte gerne Hast haben. Ja, jetzt muss ich gucken, hä? Eventuell brauche ich die Auren Skillen, die, ja. Skillbäume. Ja, hast du das? 58 Decks. Nee. Jetzt muss ich doch noch mehr Geschicklichkeit von irgendwo haben. Schade. So frech. Tja, aber schaut. Nur das Amulett macht schon so viel Damage. Also, das ist Wahnsinn. Wie das schnell geht. Ja, ich werde da noch schneller vorwärts machen. Hä? Ich will euch wieder die Maps zeigen. Das ist ja langsam relativ langweilig, sehe ich auch an Aufrufezahlen, aber ja. Die meisten sind halt eher so ein bisschen passive Zuschauer, es ist ein bisschen schade. Vor allem ich bräuchte eventuell schon aktive Zuschauer, oder? Aber wie sammeln, wenn man keine Werbung macht? Andere machen ständig, sagen ständig irgendwie, ja, kommt jetzt, abonniert mich und seid dabei und alles mögliche. Und ich sag's ja nie. Also jetzt habe ich's gesagt, aber. Und deshalb kann ich da nicht so viel ja, wirken. Aber es macht richtig viel Spaß und ihr seht ja, meine Let's Plays sind nicht langweilig. Überhaupt nicht. Langweilig finde ich eher andere YouTuber, die nicht so gut sind. Oder beziehungsweise einfach geblendet von dem Reichtum, was man auf YouTube verdienen kann. Und es gibt so viele größenwahnsinnige Streamer, das ist Wahnsinn. Baudusau ist jetzt zwar nicht so schlimm, aber er muss natürlich die ganze Zeit streamen. Immer durchgeht. Wann schläft er mal? Das ist einfach übertrieben. Hat er kein Leben mehr. Ist er wirklich nur noch Puff of Exa? Das ist schon ein bisschen eine Frage, hä? Frage, die Sinn sich hat. Mann, ich trinke zu viel Schokoladensaft. Ach ja, ich mache ja jetzt, vielleicht hat es bei euch schon angefangen, wenn ihr das schaut, aber Teso, also Elder Scrolls Online, mache ich in Khajiit, der mit Mondzucker Schokolade herstellt. Und das müsst ihr unbedingt schauen. Auch wenn es euch nicht so interessiert. Es ist mega genial. Ja. Es ist wichtig, wisst ihr, es ist wichtig, Schokolade herstellen. So schokoladensüchtig. Ah, prima. Wie kommen wir sonst an Geschicklichkeit? Ich müsste wirklich nach drüben skillen. Weil sonst muss ich momentan einfach Decks holen vom Skilltree. Da gibt es ja einen 30er Knoten noch.
Ja, ich weiß es nicht. Ah, Remnant of Corruption. Noch einer. Flashmonster. Zwei Flashmonster. Wieso Flashmonster? Ist keine Property gewesen. Keine Ahnung. Vielleicht ist Covenant of Destruction etwas, was er dann halt auch wieder... Ich glaube, das macht Chaos-Damage auf Zeit und dann macht es... Beschwert es die Monster, wenn es abklingt, also wenn der stirbt. So, hier haben wir einen. Also ihr seht, die Mana-Kosten, das ist Wahnsinn. Der Metallism, nur ein Pyro. Irgendwas Ring. Prismatic Ring, okay. Da haben wir noch einen. Also dick oberhalb, wo wir durchgerannt sind. Und da oben vielleicht. Aber das können wir auch machen, das habt ihr bei mir noch nicht so viel gesehen. Aber zuerst machen wir, kommen wir. Wir machen zuerst die Dinge. Also ich kann recht gut trinken jetzt. Ich bin nicht mehr so abgelenkt durch Feuerbälle schießen und so. Das ist schon ein perfekter Bild irgendwie. Nur so wenig gibst du mir und ich habe zwei Tränke getrunken. Ah ja. Ich habe sie zu früh eingesetzt. Ja, die Konzentration ist jetzt mit dem Reden auch nicht so gut. Man muss ja alles gleichzeitig reden und boah. Tiefscarp. Ach, macht mir dieser Bild eine Freude. Damals nicht, ich hatte einfach noch zu wenig Wissen. Was ich jetzt alles einsetzen will, ich mache ja wenig mit Geiz. Okay, ich mach den Ding nicht, den Toten. Ja, ich müsste ihn machen. Ja, ich mache ihn mit euch zusammen, hä? Die Krabbe wird ja auch langsam ein bisschen langweilig. Gut. Gib mir mal da Schuhe. Und du gibst mir bitte einen Trank. Hm, Silberflask. Quecksilber, natürlich. Ich brauche unbedingt den Quecksilber mit erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit. Und vielleicht weniger... Oder mehr Chalk Recovery. Ja, natürlich. So. Gucken wir mal, was wir gefunden haben. 20. Ja, ist das gleiche, hä? Ja, das wäre schon besser, aber... Dann noch die Sockel wieder herzustellen. Ich muss drei Farben haben, das ist Wahnsinn. Ja, ist ja zwar noch nichts hier, aber ich muss hier... Nein, Reducted Mana geht nicht mehr. Schade. Tja. Ah, ich habe schon vier von dem. Mit diesen kunterbunten Menschen. Das ist ja Wahnsinn. Und der hat nur... Wieso haben so viele nur diese Anfangswaffe? Erhandeln die alle immer die Anfangswaffe oder wie? Also wir müssen dorthin, hä? Also eben, weil ich ja schon hochgespielt habe, die Feuerball. Ich habe dir ja recht gut gezeigt. Ja, zwar auch nicht immer, aber das ist halt so ein Spiel so, das... Das zieht sich extrem in die Länge und da kann ich nicht alles zeigen. Am besten spielt ihr halt auch mal selber und schaut alle Gegner für euch an und so weiter. Ich kann es euch nur empfehlen, es macht richtig viel Spaß. Und wenn ihr wollt, kann ich euch auch viel mehr zeigen und viel mehr Tipps geben. Ja, ich wusste es. Ich wusste es irgendwie. Heftig. Aber leider nichts Gutes. Naja, immerhin.
Hier ist es ja schon. Ja, und ich werde mal wirklich ganz viel MF stacken und dann bei Low-Level-Gegnern farmen. So einfach, dass ich es schaffe noch mit unendlich viel MF. 5 Tränken in diesen Tränken und dann immer wieder einsetzen, instant einsetzen und so. Animant Guy, schön, dann Superior. Ich mag den Animant Guardian. Oh, nochmals eine Magierissi. Mana getrunken. Musste man mich noch ich darf einfach nicht stehen bleiben, das ist es. Ich mache zu viel Damage. Ja, und den brauche ich auch unbedingt wieder. Der steht mir zu oft. Muss schauen, dass ich den auch verlinke. Naja, weil er da ist. Wahrscheinlich deshalb bin ich so überrascht gewesen. Okay. Seht ihr die Reichweite vom Melee Splash schon? Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, der wird größer, oder? Kann man das irgendwie schauen? Melee Splash, ja. Muss ich hier schauen, stimmt. Ja, 7% more Melee Splash Radius, 32 less Damage to the Targets. Single Target Melee Attacks, die Splash Damage to Surrounding Targets. Ja, aber 7% ist halt wenig. Vater tut Leuten bei mir. Okay, nehmen wir mit. Oha. Schon fertig. Wir müssen es gar nicht alles erkunden, aber wir machen es trotzdem. Hm? Gut. So. Mein Vater spielt mit dem Bällchen. Für die Katzen. Katzensbällchen spielen. Also wenn ihr eine Katze habt, kauft ein Bällchen. Ein Katzenbällchen. Das halt kleiner ist als ein Hundbällchen, aber richtig toll ist. Die haben einfach so gigantische Freude. Das ist Wahnsinn. Ja. Live Record ist schon immer gut, aber pff. Ich muss mal wieder ein Blood Magic Bild machen. Hm? Den Endless Reach möchte ich gerne machen. Das ist jetzt mal ein Bild, den ich nach Guide machen möchte. Ah, da ist noch ein Essenzschein. Sich nochmal aufsplitten. Noch eine Essenz. Vier Muttering. Sind schon recht gut. Große. Was sind das? Vier? Zwei. Hm.
Jene Silberquellen wieder, yes. Ich liebe die langsam immer mehr, weil sie so selten sind. Nein. Okay, hat's noch gereicht, aber nur wenig gegeben. Ich finde die immer wieder direkt oder nicht direkt. Also entweder ich nehme den richtigen Weg und weiß, was ist. Ich nehme den falschen und weiß den langen Weg nicht. Das ist immer ein langer Weg, oder? Die Indizien sind da. Jemand hat mich mal im ersten Part oder so gefragt, ob ich das durchziehe. Hier hast du die Antwort, ich ziehe das natürlich mehr machen als durch. Und ja, ich bin eben halt momentan einfach zu beschäftigen im Livestream, dass ich da alles zeigen kann und auch weitermachen kann schnell. Dann halt bei mir nicht so Endcontent oder erst später Endcontent. In der neuen Season werde ich wahrscheinlich alles dann im Livestream machen. Ja. Und eventuell Videos von Nicht-Non-Season dann im Video oder auch Teile von der Season natürlich. Ich hoffe, es kommt eine gute Season. Oh, seid ihr stark, hey, Wahnsinn. Das ist schon heftig, die haben doch viel Leben, die Monster. Und sind so schnell da. Ja. Gut. Decks. Decks. Ja, reicht. In Norton Forest. Müssen wir noch ein bisschen warten. Okay. Ja, ich muss eigentlich jetzt rüber, hä? Da haben wir mal 10. Oh, sogar 10 Decks. Ja, ich muss sowieso hier irgendwie Movement Speed und Cast Speed brauche ich auch. Ich muss halt anders gehen im Anfang. Es ist immer so, der Guide zeigt immer fast nur das High-Level-Content-Zeugs. Und man braucht wichtige Skills auch bis dorthin, oder? Da muss man halt umgehen. Aber man kann doch da alles kostenlos. Ich nehme diesen Stab, hä? Oh. Nicht schlecht. Naja. Nicht verkaufen. So. Die rein. Die dahin. Ace. Ace in... Haben die eine Farbe? Ja, so. Ich wusste es. Dann gehen wir weiter. Haben noch 7 Minuten. Gut. Ja, ist denn so ganz klar. Also eben, ich mache noch mal ein bisschen weiter, gell? Und wenn es mir besser geht, livestreame ich auch wieder mal Half of X, dann kein Problem. Die Videos werde ich nachher noch veröffentlichen. Könnt ihr immer das wieder schauen. Das ist also auch ein Let's Play sozusagen. Und ich werde ja immer so sein, dass ich Let's Play werde manchmal auch. Und Neulinge, einfach bitte nicht fragen, wieso ich nicht antworte, sonstige Sache. Ich bin manchmal halt am Let's Playen und da möchte ich nicht nehmen. Nein, das ist nicht der gute Ring. Das ist der gute Ring. Black Calf. Wichtig, sehr wichtig. Den müssen wir hochstufen dann bald noch. Nochmals, Flashmons. Nein, den nehme ich nicht. Den kann ich wieder rausschmeißen. So. Nicht mitnehmen. Hey, ich habe den coolen Ring.
Fusing, sehr schön. Crystal Zepter. Ja, wie viel hast du? Hey. Da hinten ist noch ein. Schön. Ein guter Abschluss dieses Partes. Ja, ich freue mich auf die nächsten Parts, hä? Und vor allem auf das coole Spiel, wie es weitergeht, hä? Ja, mit so viel MF hat man halt immer wieder Unix und das tut mich so extremst motivieren. Das ist gigantisch. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part eventuell wieder. Ich freue mich drauf. Tschüss.